Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier in München auf dem Kongress der Controller 2022, eine Veranstaltung des Internationalen Controllervereins, kurz ICV. Und bei mir sind Andreas Ziegler, Thomas Hund und Jochen Fellhauer von der SAP mit einem spannenden Controlling-Projekt. Das Projekt Agile Controlling, New Delivery Model for Controlling, hat es bis in die letzte Runde des ICV Controlling Excellence Award geschafft und ist hier auf dem Kongress vorgestellt worden. Zunächst mal Ihnen herzlich willkommen im Podcast. Darüber hinaus auch im Podcast Professor Dr. Utz Schäffer, Leiter der Jury des ICV Controlling Excellence Awards und Direktor des Instituts für Management und Controlling der WHU. Herzlich willkommen auch an Sie im Podcast. Sehr gerne, Herr Blum. Danke. Herr Schäffer, die erste Frage, die geht an Sie. Wir haben es hier mit einem spannenden Controlling-Projekt natürlich wieder zu tun, sonst hätten Sie dieses Projekt nicht nominiert für den ICV Controlling Excellence Award. Was war das Besondere an diesem Projekt bei SAP? Ja. Es ist zum einen ein super relevantes Thema, Agilität, also wie passe ich das Controlling auch in der Organisation an eine neue Umwelt an, die mehr VUCA ist, wo es Disruptionen gibt, wo größere Anforderungen da sind. Und wissen Sie, was ich das eigentlich Spannende finde? Es ist ein super relevantes Thema, was, glaube ich, viele Unternehmen betrifft und möglicherweise noch mehr Organisationen in Zukunft betreffen wird. Und gleichzeitig weiß keiner so ganz genau, was das wirklich ist. Wie das nun wirklich geht, agil, und gleichzeitig ist ganz viel Misstrauen, ganz viel wieder so ein Buzzword, ne? Wieder so eine komische Fliege, die hier durch die Luft schwirrt und in 2 Minuten ist sie hoffentlich auch wieder weg. Und genau an der Stelle fanden wir spannend, dass hier das Team sich seit 4 Jahren, also schon eine ganz schön lange Zeit mittlerweile, in der einen oder anderen Form Gedanken macht, seit 1,5 Jahren, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, wirklich im Feld mit dem Thema ist, sodass im Ergebnis relativ viele konkrete Punkte, von denen, glaube ich, ganz, ganz viele profitieren können, wo man von lernen kann, in dem Konzept enthalten sind. Dinge, wie mache ich das denn wirklich? Was sind die verschiedenen Aspekte? Wo kann ich mir hier was abschauen? Wo kann ich mir da was abschauen? Also super relevantes Thema auf der Straße, ne? Nicht nur ein paar schöne Folien. Und im Bündel fanden wir das richtig überzeugend. Ich glaube, wenn man vor 2, 3 Jahren das Buzzword Agilität hier auf dem Kongress der Controller genannt hätte, dann hätte manche gedacht, Mensch, das ist was Schwammiges, das schwebt über den Wolken, keiner konnte sich was richtig vorstellen. Da wären die Steine geflogen, habe ich verstanden gerade, haben Sie gesagt. Keiner wollte es wissen, aber inzwischen ist es ja schon sehr konkret geworden. Und das ist auch das Stichwort, das Sie gerade genannt hatten, wirklich konkret hier runtergebrochen, das Buzzword Agilität. Aber wir haben jetzt ein bisschen über das Projekt geredet. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen verstehen, was verbirgt sich ganz konkret wirklich dahinter. Und vielleicht können Sie dazu etwas sagen, Herr Ziegler. Ja, herzlichen Dank, dass wir das hier heute nochmal vorstellen können, Herr Blum. Mein Name ist Andreas Ziegler. Ich bin seit 10 Jahren bei SAP im Controlling, angefangen mit Co-Innovation-Projekten, mit unserer Entwicklung, mit unseren eigenen Produkten auch. Und jetzt leite ich gerade ein Team für die Organisationsentwicklung im Controlling. Da waren wir federführend eigentlich bei diesem Projekt auch mit dabei. Und ich denke, hervorzuheben ist, dass wir uns mit den Problemstellungen fürs Controlling beschäftigt haben, die einmal von extern kommen, aber auch von intern. Und unsere Antwort ist eigentlich darauf gewesen, dass das Controlling Leadership Team sich diesem großen Thema annehmen musste und die das auch intensiv selber entwickelt haben, die Antwort darauf. Und wir haben agil im ersten Schritt übersetzt in Kundenfokussierung. Und was bedeutet das für uns? Wir haben daraus eine Kundensegmentierung gemacht, einfach um hier viel mehr Klarheit zu bekommen, wo Controlling sich darauf fokussieren muss, um den Impact zu erhöhen mit den gegebenen Ressourcen, um eben nicht so viel zu wachsen wie das ganze Unternehmen. Jetzt muss ich nachfragen einmal. Sie haben gesagt, Kundensegmentierung, das kann man jetzt in 2 Richtungen verstehen, nämlich einmal in Richtung interner Kunden oder einmal in Richtung externer Kunden. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen Klarheit reinbringen. Na klar, es geht ganz klar um die Kunden des Controllings. Also wir haben im ersten Schritt hier festgelegt, wir haben 80
Executive-Kunden, das schließt die Board-Member bei SAP ein, und alle anderen, die da drin sind, könnten Geschäftsführer von einer mittelständischen Firma sein, ne? Entsprechend des Geschäftsvolumens, das diese Leute vertreten. Und die bekommen alle einen Controller wie einen Mini-CFO. Nestle nennt es dann Co-Pilot, haben wir heute gelernt. Ne? Daneben, und das ist eine 1-zu-1-Beziehung. Ne? Das ist eine Breite, die kann man nicht anders abdecken. Und die nächsten Kunden, da kann man jetzt sagen, das sind alle 4.000, 5.000 Manager bei SAP. Oder auf wen wollen wir uns da fokussieren? Ne? Und dann haben wir die wirklich nach, sind die noch steuerungsrelevant mit dem Impact, den sie haben? Da haben wir dann eine Gruppe von etwa 400 definiert und in Gruppen eingeteilt. Mhm. Und Gruppen bedeutet, dass, was ist denn ihr Business-Kontext, um Steuerung umsetzen zu können, und was benötigen sie dafür von den Controller. Jetzt hat ja jedes Projekt im Unternehmen auch einen Grund, ein Motiv. Meistens soll etwas optimiert werden. Und vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen. Was war der Grund für das Projekt? Waren, wenn man es ein bisschen bissig formuliert, die internen Kunden so unzufrieden mit dem, was geliefert worden ist, dass das jetzt einfach nötig war? Also vielleicht erstmal vorab. Mein Name ist Thomas Hund. Ich leite die Teilorganisation des Controllings, die dann auch aus diesem Projekt hervorgegangen ist. Also ich glaube, die Kunden waren nicht besonders unzufrieden, ganz im Gegenteil, aber aus dem Leitungsteam des Controllings heraus ist eben schon vor 4 Jahren daran gearbeitet worden, wie wir die Organisation in die Zukunft führen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen können, dass das Marktumfeld sich immer dynamischer verändert, selbstverständlich wir auch nur unter einem gewissen Kostendruck stehen, dass wir nicht als Controlling-Organisation schneller wachsen als der Rest der Firma. Und gleichzeitig aber auch uns weiterentwickeln müssen, um für unsere Mitarbeiter eine attraktive Organisation zu sein, wo sie gern arbeiten, wo sie sich einsetzen, ihre Ideen einbringen und vollen Einsatz geben. Und aus diesem Problemverständnis heraus ist dann aus dem Leitungsteam der Organisation heraus wurde das dann entwickelt, in einer sehr intensiven Phase und dann eben am Ende auch dann umgesetzt. Jetzt haben Projekte, selbst Erfolgsprojekte, natürlich immer eins gemeinsam, ja. Selbst wenn sie eben toll laufen. Es gibt immer Hindernisse, es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Gab es die auch bei Ihnen im Projekt? Selbstverständlich gab es die auch. Also bei uns war so die Hauptherausforderung, dass viele Arbeitsprozesse, auch die ungeschriebenen Regeln, natürlich viele, viele Jahre gelebt waren und sich fest eingebrannt haben, und die mussten wir natürlich, oder sind wir immer noch dabei, sanft aufzubrechen, im Idealfall ohne was kaputt zu machen, weil wir die Transformation quasi mit dem Flugzeug gemacht haben, während das Flugzeug fliegt, und wir natürlich keine Bruchlandung machen wollten, sondern alle Prozesse und Deliverables weiter funktionieren sollten. Wenn ich da gerade einhaken darf. Sehr gerne. Das eine, das ist die Operationalisierung von dem Liefermodell, als wir es dann ausgerollt haben. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt war auch, dass wir in der Entwicklungsphase, was ich vorhin betont habe, das Controlling Leadership Team das Projekt betrieben hat. Wir haben keine Consultants eingekauft, das waren nicht irgendwelche Experts, die man nominiert hat. Nein, die haben wirklich aus dem Leadership Team heraus, haben sich die Leute ein Drittel ihrer Arbeitszeit wirklich dafür freigeräumt. Und das war von allen supported. Und das hat natürlich sofort den Effekt, dass man dann keine Königreiche nachher diskutieren muss, wenn man es implementieren will. Eine Idee des ICV Controlling Excellence Awards, und das gilt natürlich auch für alle Projekte, auch die Nominierten, ist, dass etwas im Unternehmen umgesetzt werden muss, dass ein Nutzen herausgezogen werden soll im Unternehmen. Vielleicht können Sie versuchen, Herr Ziegler, das nochmal auf 2, 3 Kernbotschaften zu konzentrieren. Was ist der Nutzen des Projektes bei Ihnen im Unternehmen, bei SAP? Ja, dass die Businesspartner, die wir im Controlling natürlich vorherrschend haben, dass die wirklich die Anforderungen ihrer Manager, die sie unterstützen, nicht ad hoc befriedigen, sondern kontinuierlich in einen Standard, der noch steuerungsrelevant ist, übersetzen, dass wir das dann nachher für Skalierbarkeit bei der Servicebereitstellung und bei der Technologie, ob es Dashboards sind oder irgendein Forecast-Prozess, einsetzen können. Dass wir nachher nicht einen irrelevanten Shared Service Center Standard haben, sondern 5 oder vielleicht noch einen 6., die aber auch hochrelevant für die Manager sind, die dann das operative Geschäft steuern.
Herr Professor Schäfer, jetzt haben wir hier ein tolles Projekt, ein nominiertes Projekt von der SAP. Natürlich ein großes Unternehmen, ein großer Konzern. Und ich weiß, dass Sie natürlich auf der einen Seite große Projekte von großen Konzernen sehr, sehr gerne als Nominierte oder auch natürlich als Bewerber im ECV Controlling Excellence Award sehen, aber auf der anderen Seite auch ja, den Mittelstand, kleine Unternehmen motivieren wollen, sich zu beteiligen, mitzumachen. Vielleicht ein Plädoyer von Ihnen für den Mittelstand. Warum soll ein mittelständisches Unternehmen teilnehmen? Ja, das ist ganz einfach. Mittelständische Unternehmen haben den Award schon das ein oder andere Mal gewonnen. Also Track Record, Proven Concept, man kann gewinnen. Gerade die letzten 2 Jahre und dieses Jahr wieder war jeweils ein mittelständisches Unternehmen auch unter den Nominierten. Auch hier wieder, ne? Wir zeigen, es geht, es funktioniert. Und das zweite Argument ist wahrscheinlich, dass der Aufwand gar nicht so schrecklich schlimm ist. Weil ja, man muss vielleicht ein paar Folien machen, ja, man muss ein paar Fragen beantworten, aber wenn ich wirklich in diesem Projekt drin bin, wenn ich darin wirklich gearbeitet habe, dann habe ich ja typischerweise, ich glaube auch im Mittelständler schon ganz, ganz viel Material. Und wenn ich es nicht habe, da drehe ich jetzt die Münze mal um. Das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, auch selber noch mal ein bisschen zu trainieren, ein bisschen zu überlegen, wie kann ich denn den Nutzen auf den Punkt bringen, wie kann ich es denn nach innen und außen verkaufen. Und ich meine, bei allen Aufwandsargumenten, lasst uns nicht vergessen, egal ob jetzt hier die SAP oder ein mittelständisches Unternehmen, Sie können dann hier auf dem größten Controller-Kongress im deutschsprachigen Raum auf der großen Bühne stehen. Sie können für Ihr Unternehmen, Ihr mittelständisches Unternehmen werben, für Ihr Projekt, für Ihre Ideen und für sich selber. Lohnt sich doch, oder? Auf jeden Fall, glaube ich, lohnt sich das hier auf dem Kongress der Controller, der jetzt ja auch wieder 2022 in Präsenz stattfindet, ja, genau das erleben zu dürfen. Jetzt hatte der Otschäfer gerade gesagt, Herr Fellhauer, das ist ein überschaubarer Aufwand und es ist nicht selbstverständlich, dass man hier teilnimmt. Wie war das bei Ihnen? Gab es da so einen Moment, so einen Anstoß, wo Sie gesagt haben, Mensch, da wollen wir uns jetzt hier beteiligen am ECV Controlling Excellence Award und vielleicht dann natürlich auch nochmal die Anschlussfrage, wie groß war denn der Aufwand wirklich? Ja, also wir arbeiten ja jetzt seit 4 Jahren an dem Konzept und ich glaube, wir haben hier eine ganz spannende Kombination aus Aufbauorganisation, Digitalisierung, Transformation, neue zukünftige Rollenbilder und das Thema Agilität und die Grundsätze. Und das alles sozusagen in einem Projekt zu vereinen, glauben wir einfach, dass das grundsätzlich ein sehr spannendes Thema ist, um das jetzt einfach mal zu teilen in der Community. Das Zweite, was wir glauben, ist, dass wir gerade in dieser Interpretation und Übersetzungsleistung, was bedeutet denn jetzt Agilität für Controlling-Prozesse, für die Controlling-Organisation, hier zumindest mal erste tatsächlich produktive Ansätze zeigen können, wie wir das interpretieren. Das ist jetzt natürlich keine abschließende Darstellung, aber wir haben jetzt mal einen Ansatz, den wir gerne einbringen in die Community. Und das ist jetzt der dritte Aspekt, was natürlich mit diesem Award und mit der Veranstaltung hier einhergeht, dass wir eine tolle Plattform haben, um das zum einen zu präsentieren, aber jetzt viel wichtiger mit unterschiedlichen Unternehmen, mit der Forschung in den Dialog zu kommen und zu sagen, wenn ihr das so hört, was sind vielleicht eure Ansätze, was gefällt euch daran, was können wir vielleicht auch noch von anderen nehmen und in diesen Dialog einzusteigen, dafür ist so ein Award und auch die Plattform hier als Konferenz total toll und das nehmen wir gerne in Anspruch und von daher jetzt so der Aufwand, es hilft, also Aufwand ist ja das eine, aber am Ende des Tages stellt man dann bei der Erstellung von so einer Präsentation und so Bewerbungsunterlagen fest, dass man tatsächlich nochmal über sein eigenes Tun anders reflektiert. Ja? Weil wir müssen das als, ich sage jetzt einfach mal, Story auch darstellen können. Und das bringt einem selber auf den Pfad nochmal ein bisschen anders auf den eigenen Prozess zu schauen und das nochmal kondensiert zusammenzubringen. Und von daher, ja klar, es ist Aufwand, aber jenseits schon vor der Veranstaltung hier hatte das einen tollen Wert für uns selber, weil sich da natürlich auch Erkenntnisse einstellen, die für uns selber sehr wertstiftend waren. Also von daher kann ich auch nur
alle da motivieren, zu sagen, wenn Sie interessante Dinge in Ihrem Unternehmen haben, dann stellen Sie sich der eigenen Challenge, schreiben Sie das mal auf. Und ob Sie es dann am Ende einreichen oder nicht, aber schon allein der Weg dorthin ist schon ein toller Mehrwert für Sie. Und Sie haben alles richtig gemacht, nominiert zum ICV Controlling Excellence Award. Allein das, sage ich immer, ist schon ein Gewinn. Und ja, Sie haben auch jetzt noch andere Unternehmen motiviert, teilzunehmen. Ich glaube, besser kann man das nicht machen. Wir haben über das Projekt Agile Controlling New Delivery Model for Controlling gesprochen von der SAP. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Dankeschön. Wir danken.